Hallo Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute, ja, wie ihr wahrscheinlich schon seht, noch eine 4x1 auf dem Kyudo Server. Und da meinten fast alle Kinder, dass sie Influencer werden wollen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und zwar, ich hatte schon eine Aufnahme gemacht auf Revi. Nur das ganze Problem war, dass ich ja so ein bisschen Scheiße erzählt war, weil ich so ein bisschen abgelenkt war. Und daher das hier nochmal ein bisschen besser erklären möchte. Und ja, und zwar geht es heute um Influencer. Und zwar habe ich so ein bisschen Radio gehört. Und da hat die eine Moderatorin erzählt, dass sie in der Schule zu einem Vorlesetag war. Und dort haben die Kinder... Da wurde danach dem Berufswunsch gefragt, was die Kinder werden wollen. Und da meinten fast alle Kinder, dass sie Influencer werden wollen. Influencer, für alle, die es nicht wissen, was Influencer sind. Influencer sind im Prinzip, ja, wie soll man es erklären? Es sind berühmte Leute, die viele Follower in sozialen Netzwerken haben. Und mit vielen manchmal schon so 100.000, 1 Million generell, sowas in dem Dreh. Man kann jetzt keine, sage ich jetzt mal, YouTuber wie mich, denke ich mal, als Influencer ansehen, sondern wie gesagt eher größere YouTuber, die damit auch ihr Geld verdienen oder generell, sondern auch Instagrammer oder Twitter-Leute, die so viele Follower haben, beziehungsweise Abonnenten. Ich denke mal, das heißt auf vielen Social-Media-Sachen eher anders. Und da sollten wir, glaube ich, den ersten Gegner auch schon haben. Und ich weiß nicht, irgendwie auf Kyudo ist es so komisch, ne? Mit diesem Instant Respawn ist es irgendwie dreimal schwerer geregelt, als mit diesem, dass man erst so ein bisschen Zeit braucht zum Respawn. Der Typ steht irgendwo hier hinten, ne? Tschüss. Ich hoffe mal, die haben jetzt mein Bett nicht zerstört, sieht mir jetzt nicht so aus. Und ne. So, und zwar wollten viele Influencer werden und viele YouTuber und sonst was. Und ich wollte einfach mal kurz zu gesagt haben, es ist nicht so leicht, wie es scheint, ein großer YouTuber zu werden, womit man dann auch Geld verdienen kann und vielleicht seinen Lebensunterhalt verdienen bzw. halt zahlen kann durch diesen Beruf. Da, ihr seht schon, ich habe jetzt 11.000 Abonnenten. Kann damit absolut noch nicht meinen Lebensunterhalt verdienen bis jetzt auch noch nichts. Nur das ganz einfache Ding ist halt, dass du, um groß damit verdienen zu können, so viele Follower brauchst, dass es heutzutage, denke ich mal, sogar kaum möglich ist, und da habe ich schon wieder Partikel bekommen, noch so viel zu erreichen. Da, sagen wir, um wirklich eure Wohnung bezahlen zu können, dies, das, ohne einen Nebenjob müsst ihr wahrscheinlich Daily Uploads bringen und immer mehr als 100.000 Klicks haben. Und dann kommt es immer auch drauf an, wie werden eure Videos monetarisiert, in welchem Netzwerk seid ihr, und all so eine Fakten kommen dann noch dazu. Außerdem ist es heutzutage noch um einiges schwerer, zu einem großen YouTuber zu werden, als es früher war, vor 4-5 Jahren. Der hat sich ins Cobweb gesetzt. Da es heute viel, viel mehr Auswahl auf YouTube gibt, als es, wie gesagt, früher gab. Und erstmal in der nächsten Runde angekommen. Und daher würde ich würde euch empfehlen, solche Berufswünsche oder sowas generell gar nicht in Betracht zu ziehen. Da es, wie gesagt, es ist eine Chance von 0,01%, dass ihr wirklich noch so groß werdet. Guck mal, ich mache jetzt seit 9 Monaten YouTube, habe 112 Uploads oder so. Und immer noch, nur in wirklich großen Anführungszeichen, dass es ja wirklich viele Leute sind, 11.000 Abonnenten, und das auch nur durch Luck, weil halt ich so ein bisschen Glück hatte auf meiner YouTube-Laufbahn, und was anderes ist es auch nicht. Achtet ein bisschen auf die Schule und ja, versucht auch immer einen Plan B in der Tasche zu haben und nicht nur zu sagen, ich werde Influencer, ich schaffe das, weil allein schon, ihr könnt mit YouTube, mit YouTube könnt ihr so schnell abrutschen. Das ist eine Sache von 2 Tagen schon, Klicks weg, YouTube hat sich verändert, keine Leute mehr aktiv, ihr verdient kein Geld mehr, nix. So, daher achtet auf eure Schule, habt immer einen Plan B zur Hand.
Und der Typ wollte mich suiciden und hat sich geschafft. Und ja. Außerdem, es ist auch als YouTuber nicht so leicht, wie die sich, denke ich mal, manche von euch vorstellen. Da ich denke mal, viele denken so, ja, ich setze mich hin, nehme ein Video auf und gut ist. Das ist für uns ein stressiger, und ich sag's jetzt wirklich so, wie es ist, ein stressiger Alltag, die Videos für euch bringen zu können, sowie noch Sachen mit der Schule regeln zu können, etc. Schreibt mir gerne mal, wie ihr dazu steht mit diesem ich werde Influencer und was ich da gerade alles erzählt habe. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.